Die durchschnittliche deutsche Wohnung, die hat wohl so ungefähr 90 bis 100 Quadratmeter. Die meisten von euch werden das genauso haben, aber könntet ihr euch auch vorstellen, auf weniger Quadratmeter zu leben? Und wenn man mal ehrlich ist, was braucht man tagtäglich, ne? Und es gibt so viele Dinge, die man nicht ständig braucht und die kann man teilen. Wie ist die Haltung der Menschen zum Thema Tiny House? Tiny House kenne ich nicht. Tiny House. Hast du noch nicht gehört oder gesehen, das ist was Feines ist? Die sind mir ein wenig suspekt. Den Begriff Tiny House, also der Begriff ist ja dehnbar. Also es gibt Menschen, die stellen sich da wirklich ein 6, 7 Quadratmeter winziges Häuschen vor. Es gibt Leute, die sagen, bei mir geht das bis 50 Quadratmeter, was für mich persönlich eigentlich schon wieder zu groß wäre. Aber es gibt keine spezielle Definition. Dafür gibt es den Tiny House Verband in Karlsruhe. Und der versucht, eine Norm zu erstellen, damit es überhaupt erstmal eine Definition gibt, damit auch die Bauämter wissen, was sie tun sollen. Weil ich glaube, die Bauämter sind schon bereit, aber Tiny Houses gibt es im deutschen Baurecht nicht. Also da ist noch viel Klärungsbedarf auf jeden Fall. Das ist also für Menschen, die gerne im Haus sind, also ich sag mal so Freizeitmuffel, für die ist das, glaube ich, eher nichts.